Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Abendgebet und Abendthema. Wunderschönen guten Abend, wir grüßen euch. Als erstes kommt gleich in diesem Video wieder unser Abendgebet, dann das Abendthema, wo es heute weiter mit der Serie von Gabi B. geht, mit Erzengel Zadkiel. Da werdet ihr etwas mehr darüber erfahren und ganz zum Schluss bekommt ihr natürlich noch euren Segen. Und das alles kommt gleich nach dem Intro. Und ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, Gnome und Wichtel und alle Wesen des Lichtes an und bitte sie, sich mit uns im Gebet zu verbinden. Mein Herz verbinde ich nun mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden. Und wir sind alle eins, wenn wir unseren Schöpfer wenden im Gebet. Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du immer an unserer Seite bist. Ich danke dir dafür, dass du uns allen, die wir hier stehen und allen das Gebet gehört hast, das Leben ermöglicht hast, dass du uns geschaffen hast. Danke, dass wir atmen können. Danke, dass wir sehen können, hören können, riechen können und ein Herz haben, das schlägt. Danke, dass wir Danke sagen können und danke für unser Sein, für unsere pure Existenz. Du hast uns das Geburtsrecht von Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit gegeben. So bitten wir dich von ganzem Herzen, lass die Menschen erkennen, dass sie dieses Geburtsrecht haben und selber dafür einstehen. Lass uns nicht nach einem Retter im Außen suchen, nach einem Menschen suchen, der uns aus gefährlichen oder schwierigen Situationen befreit und herausholt, sondern hilf uns, die Schritte selbst zu unternehmen. Führe uns und leite uns an, wie wir den Weg zum Frieden finden können. Danke, lieber Gott, lieber Jesus Christus, dass ihr uns die Hinweise gibt, was zu tun ist. Danke, dass ihr uns hilft, auch das alles umzusetzen. Danke, dass ihr so viel Geduld mit uns habt, dass ihr nie müde werdet, erneut Hinweise zu geben, dass eure Geduld, eure Unterstützung ewig ist, dass sie nie aufhört und wir danken auch dafür, dass Wunder geschehen dürfen. Wir bitten auch um göttliche Intervention und um göttliche Wunder sichtbar für jeden Einzelnen in seiner Situation, der dieses Video jetzt schaut und mit uns betet. Amen. Spürst du noch die Energie des Gebetes? Wahrscheinlich. Dennoch komme ich zu unserem Thema des Abends, nämlich zu Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel gehört zu den Engeln mit einer männlichen Energie. Er ist umgeben von einer kräftig violetten Aura. Er ist nämlich auch Träger und Überträger der violetten Flamme, gemeinsam mit Meister Saint-Germain. Sein Name bedeutet Wohlwollen Gottes, was schon sehr viel über ihn verrät, finde ich. Ja, ne? Also, genau, weil er ist nämlich der Engel des göttlichen Gesetzes, der Vergebung und des Mitgefühls. Was ist Mitgefühl? Das ist nämlich interessant. Jetzt werden alle sagen, soll ich jetzt Mitleid mit allen Menschen haben? Nein, bitte eben nicht. Wir sollen Mitgefühl mit jedem haben. Mit jedem, egal wie er handelt. Auch zu erkennen, dass jeder, der böse handelt, gar nicht in Wahrheit böse ist. Was sagst du dazu? Sind die Menschen böse, die böse handeln? Der Mensch ist von Natur aus gut und wie gesagt, es existieren da auch leider Fehlübersetzungen in der Bibel. Das war für mich auch nicht stimmig, dass der Mensch böse sein soll, weil das kann auch nicht sein, weil Gott hat den Menschen geschaffen und Gott ist nicht böse, Gott ist perfekt, Gott ist bedingungslose Liebe. Also sind wir dafür prädestiniert, diese bedingungslose Liebe zu leben. Klar haben wir im Laufe unserer Entwicklung unser Ego aufgebaut, damit wir Erfahrungen machen dürfen. Das ist ganz klar. Und aus diesem Ego heraus ist auch ganz, ganz viel Angst entstanden. Und diese Angst, die macht viele Menschen verbittert, sie macht sie zornig oder sie macht sie böse. Genau, es ist immer Angst. Alles Böse entstammt der Angst. Und Erzengel Zadkiel sagt nämlich, wenn wir genau mit diesen Menschen wieder ins Mitgefühl gehen, unser Herz für diese Menschen öffnen, erinnern wir sie daran, wer sie in Wahrheit sind. Das kann Zadkiel auch für uns tun. Nämlich uns daran erinnern, wer wir sind. Wir alle sind ein reines Licht. Er hilft uns auch bei der Reflexion unseres Lebens zum Beispiel. Das heißt, immer, weil wahrscheinlich wirst du, wenn du dein Leben mal komplett reflektierst, vielleicht auch erkennen, oh, da habe ich aber böse gehandelt, weil ich Angst hatte und nicht besser handeln konnte. Da geht es nämlich auch um das Thema Selbstvergebung und nicht nur Mitgefühl mit anderen zu haben, sondern auch Mitgefühl mit dir zu haben. Die Engel bewerten uns sowieso niemals, sondern nehmen uns da an, wo wir sind, voller Liebe. Natürlich wissen sie, dass wir manchmal vom Pfad abkommen
Und das weiß Gott genauso. Aber seine Türen sind immer offen und das sagt Zadkiel immer überdeutlich. Und wenn du eben noch mehr über diesen Engel erfahren willst, guck mal oben in die Infobox. Da findest du, wie bei allen Erzengelbeiträgen, einen kostenlosen Artikel. Da kannst du alles noch ganz genau nachlesen, was du über diesen Engel erfahren möchtest. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Schlaf bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe, Udo Golfmann und Nadja Hafendörfer. Tschüss.